Ja, hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zum neuesten Walkthrough. Zum ersten Mal spiele ich auf der Wii und ja, es handelt sich um einen Metroid-Titel, es handelt sich um den neuesten Metroid-Titel, Metroid Other M. Ja, dem verschmähten, in vielen Videospielmedien verschmähten neuen Metroid-Titel, der gerne mal als das schwarze Schaf jetzt, also für den Titel des schwarzen Schafes herhalten muss. Naja, egal. Wir beginnen ein neues Spiel. Ja. Ein neues natürlich, das heißt, wir fangen natürlich gar alles an. Ich spiele den normalen Modus und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Mehr zur Situation des Spiels dann später, denn jetzt wollen wir erstmal dieses epische Intro genießen, was in dem einen oder anderen Trailer schon für recht viel Aufsehen gesorgt hat, denn naja, in so einer Renderqualität hat man Metroid eigentlich noch nicht gesehen und dafür wurde ein Team beauftragt, das sich glaube ich D-Rockets nannte oder immer noch nennt. Und man hat schätzungsweise bei Nintendo recht viel für diese Rendersequenzen ausgegeben, die auch wirklich jeden Cent dafür wert waren. Meiner Meinung nach zumindest. Meiner Meinung nach ist dieses Spiel auch wirklich ausgezeichnet gelungen. Hat allerdings ein paar Schwächen bezüglich der Geschichte und wie sie erzählt wird, aber naja, kommen wir, denke ich, nochmal was dazu. Erstmal. Weil sonst eine hervorragende Spielserie nicht mehr existieren würde. Warum sträuben sie mich? Warum sträuben mich? Warum sträuben mir sich gerade die Haare, weil ich diese Situation nicht spielen darf? Warum tut das jetzt viel mehr weh als früher? Der Wetterbericht hat Regen angesagt, oder? Ich hatte den Hyperbeam immer regenbogenfarbenmäßig in Erinnerung, aber okay. Na. So, wir sind an Bord irgendeiner Okay, Kan. Samus. Oh, hi, Otacon. I awoke to the familiar voice of a quarantine officer. Let's try sitting up, huh? Slowly now. Genau. A dream. I had been reliving the tragic moments of my recent past. Thanks to the hyperbeam, which was given to me somehow by the baby, I laid Mother Brain to waste. And the explosion that followed destroyed planet Zebes, along with the remains of Mother Brain, the space pirates, and my long-standing nemesis, Ridley, and the baby. Come on, Samus. Let's go next door. Ein schönes Gefühl, wenn man seiner Traumfrau begegnet und sie kann sprechen, nicht wahr? Okay, oder komm.
Orcon, I'm transforming somehow into a huge suit, helmet thing with cannon arm. Is this the normal Orcon? Ready for a quick test, Samus? Let's start with a little warm up. Okay. Try a charge beam for me. Kein Problem. Ich glaube, der Typ steht auf Charge Beams, oder? Sharp looking charge beam, just the way I like it. Ich hab's gewusst. Okay, morph ball next. Okay. Go ahead and drop some bombs. Kein Problem. Okay, get out of morph ball mode and return to normal. Perfect, Samus. All right, stand in the middle of the room. Sieht mir nicht geheuer. Oh, die Matrix. Son of a bitch. Surprised? Ja, bin ich. From there, kick climb to work your way up. Just like that, Samus. Let's invite some of your pals. Ich stehe gerade nicht auf Gesellschaft. Okay, ja. Wir spielen das Spiel mit der Wiimote quer gehalten und wir haben ein nettes Auto-Aim-System, mit dem wir die Gegner hier bekämpfen. Also okay, ums Ziel müssen wir uns keine Sorgen machen. Let's check your reaction time. Und haben diesen Sense-Move hier, mit dem wir ausweichen können, wenn wir das Steuerkreuz in irgendeine Richtung drücken, kurz bevor ein Projektil uns trifft. Und wenn man während dieses Ausweichens noch schnell die 1-Taste drückt zum Schießen, dann ist der Charge-Beam mit 0, nichts aufgeladen, was natürlich eine große Hilfe sein kann im Kampf. Remember how that feels. Next, how about a missile test? Okay. Use concentration to replenish your missile supply. Ja. Missiles werden nicht länger eingesammelt, sondern man kann sie durch diesen Concentration Move wieder aufladen. Und man kann sie nur in dieser Ego-Perspektive abfeuern. Why not say hello with a missile? Hallo. Oh, ein Space Pirate Hologramm. Ey, ich hab nichts gemacht. Orcon hat gesagt, ich soll dieses Hologramm abfeuern. Ganz schön zäh, der Kollege. Okay, looking good. Au. Kann ich ihn jetzt erledigen? Oh ja. Stimmt auch komisch, dass noch gar nicht dieser Hinweis stand von wegen auf den Kopf spucken. Ja, super. Was habe ich denn gerade gemacht, Orcon? Siehst du irgendwie was anderes, was ich sehe? Was soll das jetzt? How about you try using a powerbomb? Okay, okay. Well fortified, so don't hold back. Wow, Atombombe. Allow adequate room around you during powerbomb. All right, Samus. That's it for the test. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Quite a bit of damage. It's unbelievable how well you've held up. I wondered if this too was a result of the power the baby gave me. Right. You're due in the meeting room. Okay, Orcon. The big dogs are waiting. Soweit ich mich noch erinnern kann, hatte ich am Ende von Super Metroid aber einen lilafarbenen Anzug. Habt ihr mir den weggenommen? Not even a fragment. None of the baby remained on me. Ja, nennt man Politur, würde ich sagen, oder? I still couldn't help looking at my palm for a sign. Ja, das ist genau dieses Problem mit der Geschichtserzählung, dass Samus manchmal zu viel Zeugs labert, was einfach zu offensichtlich ist. Und, das nervt halt manchmal ein bisschen und das wirkt auch manchmal ein bisschen seltsam. The planet Zebes was annihilated,
and all Metroids were exterminated. A simple Thanks to report. Me. Almost dull even, but it felt momentous to me. Zum Glück stand er jetzt in der Mitte nicht Kanzler Palpatine und hat eine seiner Reden geschwungen. I don't know how much time passed since then. Days went by in their quiet way, and people's recollections of Metroids and space pirates grew nebulous over time, relegated to a past concern of the galactic communities. Nothing more than a faded memory. What's going on? Babies cry. A common SOS with the urgency of a baby crying. The nickname comes from the fact that the purpose of the signal is to draw attention. The signal was coming from a remote part of space. I altered the course of my ship as if this detour had already been part of my flight plan. Babies cry. It was as though it was crying specifically for me. Ja, also wir haben da einen Notruf gekriegt, ne? Notruf ist, wenn jemand wegrennt und ganz laut Mama schreit, und das scheint in diesem Fall sogar gar nicht mal so unabwegig zu sein. Naja, Bottleship. Terraforming Kolonie. Status außer Betrieb. Warum kriege ich immer ein ungutes Gefühl, wenn ich zu einer Raumstation oder etwas Ähnlichem fliege, wo steht außer Betrieb? Ich weiß nicht. Das soll eine Art sechster Sinn sein oder so. Okay, wir fliegen durch den Todessternrahmen. Ey, dann hol mal den Protonentorpedo raus und lass uns dieses Ding in die Luft jagen und heimfliegen, Junge. Mädchen, Frau. Pretty smooth flying, Fox, Samus. Ja. What is this? Wow, what a spaceship! Knack, knack, knack. So much for being subtle. Okay, was haben wir hier?